Oh mein Gott. What the fuck? Diese Shotgun ist geisteskrank, Floyd. Ja? Voll. Hey, willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Uncut-Channel. Heute geht's rein mit der super geil gebufften Akimbo-Shotgun. Ich bin sehr gespannt, wie sie ist. Ich spiele sie zwar nicht, aber Chris spielt sie. Deswegen like da jetzt und lasst ein Abo da. Geil. Ich muss nur noch Fremd-Intros aufnehmen. Auch das eine Intro, was du einmal aufgenommen hattest, dann alle Kommentare waren bitte nur noch andere. Perfekt. Bitte nie wieder du Videos machen, nur noch andere. Ja. So, komm, hol sie jetzt. Ja, komm, ich hol mir die Kiste, komm, jetzt. Überredet. Hol sie ab, komm. Wenn wieder keine ist, wurde ich wieder verarscht von meinem Teammate. Das ist krass, muss man sagen, also. Wieder verarscht worden. Wieder komplett verarscht worden. Verrückt. Das ist wirklich verrückt. Aber wenn du solche Teammates hast, ne, dann brauchst du keine Feinde mehr. Das Problem ist, dass wir jetzt aber Trios sind, jetzt kostet der Lowout mehr, ne? Das ist scheiße, ja. Scheiße. Aber hier liegt auch immer richtig viel Geld rum, hier, wo ich gelandet bin, ne? Hier liegt ganz viel Dineros. Das ist Spanisch für Geld. Okay, danke dir. Ich habe überlegt, ob ich so eine Chicken-Kette einfach aufmachen soll. Ich hatte einen Namen im Kopf. Okay. Scheiße, Locos Hermanos heißt das, ne? Ja. Von wie heißt der? Gas? Von, Mann! Meinst du Gas gerade? Von Luciano meinst du jetzt, What oder? The fuck? Loco Chicken ist das. Loco Chicken, genau. Und was meinst du jetzt? Poyos Hermanos. Poyos ist das. Ich habe Geld gelegt, by the way, ne? Wir können kaufen. Ja, das reicht nicht, oder? Doch. Mit dem Teammate noch? Achso, ja. Nice. Na, er gibt nicht mal alles, Digga. Er gibt nicht, er gönnt nicht. Ist krass. Ist krass. Mal reden. Ist voll geil. Ich habe den Stuhl jetzt so hingestellt, dass man immer, wenn Mai auf dem Stuhl sitzt, dass man das im Stream sieht. Stark. Das ist da immer sauber jetzt da hinter mir. So, ich werde so dir hinterher rennen und direkt auf den Gegner schießen, den du oben siehst. Er ist so weggejumpt. Kirmeswurst! Ist das ein scheiß Headglitch? Nein! Blut im Stuhl und Teamwipe. Das stelle ich mir echt schmerzhaft vor. Stelle ich mir schmerzhaft vor, ist auch ein Kackname. Blut im Stuhl. Ist kein guter Name. Warte mal, das Blut kommt doch dann aus dem Po eher, oder? Also es kommt nicht wegen. Kann Blut in der Kackwurst sein, mäßig? Nee, ne? Bestimmt, oder? Wenn dein Darm irgendwie offen ist. Echt? Wenn du eine Wunde irgendwie im Darm hast oder sowas, aus welchem Grund auch immer. Und du, okay, lass uns das Thema wechseln, glaube ich. Ja, ja. Kann passieren, sage ich. Ich habe einen Quickscope kassiert von der K. Was? Tot, geknallt. Und da sind 7 Leute auch überall. Wie, der hat mich getötet? Er hat mich wirklich gequickscoped. Gequickscoped und dann auf Shotgun geswitcht. Ist das krank. Nein, renn weg. Poyos Hermanos war das, ja. Ich sehe ihn nicht. Hier vorne. Team, er fliegt mit Bombendrohne einfach auf ihn. Darf ich das aufheben? Zack, zack, zack. So. Ich würde jetzt echt gerne so einen Shotgun-Kill machen. Die DT wurde sofort genervt auch, ne? Ja, ja, einen Tag später einfach. Aber die ist immer noch OP, oder? Ne, nicht OP, aber Meta. Okay. Ich finde, die hätten sie ruhig auch ein bisschen länger so lassen können. So ultra stark. Ja, war lustig, ja. War sehr cool so für ein paar Tage. Aber irgendwie haben sie es nach. Aber ich finde es gut, dass sie halt wenigstens Meta war und ist jetzt auch. Weil ich mal. Also, ich finde es. Ja. Ich bin der festen Überzeugung, ich werde auch immer an dieser Überzeugung bleiben, wahrscheinlich. Dass Waffen, die neu reinkommen sollten, immer Meta sein. Damit es immer. Interessant ist, sie freizuspielen. Damit es immer interessant ist, sie freizuspielen. Damit es neue Meta gibt von einer Waffe, die man auch gar nicht kennt. Ja, die du auch neu lernen musst und so. Neu lernen, das ist immer. Dann bleibt es immer interessant. Ja. Dann ist jede Season ist dann immer eine neue Meta. Ja. Und eine Meta, die man noch nicht kennt. Und das finde ich eigentlich immer ganz geil. Andererseits würde das ja bedeuten, dass nie Waffen dann nie gebufft werden, gefühlt. Ja, doch, es kann ja dann Mid-Season kann ja dann wieder was anderes sein. Okay, ja. Also würdest du sagen, jede Mid-Season neue Meter. Ich rede nur von der Anfangszeit von einer neuen Season. Okay, ja. Check ich.
Mid-Season kann man ja wieder eine alte Waffe nehmen oder die Waffen wieder so ein bisschen rumbalancen, wie man sie halt möchte, so, ne? Aber. Ich finde, ich weiß auch gar nicht, wieso das. Nein, die Tür. Diese Tür ist blockiert. Kennst du den Clip mit Fantu? Kennst du den Fantu-Clip? Mit der Tür? Nee, das finde ich schlecht oder so, meint er, ne? Ja, ja, und er hat aber am Anfang diese Kacktür! Nee, das finde ich nicht gut. Ja, genau, ja, stimmt. Ja, das finde ich nicht gut. Ja. So geil. Ja, so eine Drohne wäre mal was Feines. Ich hab Geld dafür. Ja. Könnte auch einfach selbst eine kaufen. Alter, ist man langsam mit dieser Shotgun. Noch keinen Kill damit gemacht. Ich glaube auch Wondel ist wirklich falscher Ehrgeiz für diese Shotgun eigentlich. Bleib stehen. Bleib stehen. Ja! Geil. Ach du Scheiße. Ich dachte, ich kann da länger pieken. Ich werd gebunkerbustet? Was ist das denn jetzt? Bro, what the fuck? Ich mach Safe Drive, er hat Bunkerbuster wirklich auf meine Fresse gesetzt. Ist die Kicker das komplette Ding? Sehe ich den Bunkerbuster jetzt? Nee, schade. Ich war nicht drauf. Schade, schade, schade. Aber kann man da rein irgendwie? Man kann da rein in diesen Raum, ja? Du musst von unten durch, das war sogar so ein Easter Egg. Du musst von unten durchschwimmen irgendwie. Was, über den Kanal. Jetzt? Nein. Wie hieß der? Das war's mit der. Der Striker? Nein. Im Film. Wer? Na, den du gerade getötet hast, den Charakter. Den Haaland-Skin da. Ach so. Kann ich mir nicht merken. Von Dune, ja, ich weiß auch, wie der ist. Digga, es ist krass, wie viel besser Dune 2 war. Oha! Dune 1, ne? Ja, ja. Ergibt halt auch voll Sinn, ne? Weil. Das ja so erzählt werden musste, quasi. Ja. Es ist so wie Game of Thrones erste Staffel auch. Von der Dune 1 auch hätte Breaking Bad erste und Staffel und sowas. Dune 2 krass komplett aus. Ja, ja. Digga, Dune 3 muss ja so scheppern. Dune 3 wird ja sein, wie er dann in diesen Krieg zieht, ne? Ja. Digga, das wird so geisteskrank, sage ich. Scheiße, ich habe kein Geld für eine Munibox. Sogar, ich glaube, Dune 2 war wirklich der erste Film, wo ich mir so dachte, ey, passiert sogar zu viel irgendwie gerade auf einmal. Ja, ich fand's aber trotzdem gut. Oh ja, Geld. Aber weißt du, was ich meine? Also, es war mir irgendwann sogar, Digga, weil hier passiert ja gerade ein krankes Event nach dem anderen einfach. Ja, check ich, ja. Aber das ist ja der Plan von denen auch gewesen, ne? Also, er hat gesagt, es muss die ganze Zeit einfach etwas Spannendes passieren. Oh, Gadeo, oh, Gadeo. Ah ja, wisst ihr, Gadeo? Impossible. Ich freue mich gleich auf Rebirth oder so. Ich glaube, das. Nein. Das macht mehr Sinn, der Shotgun dann. Auf Wondel komme ich irgendwie nicht so ganz in diese Close-Close-Range-Situation. War schlecht. Ich glaube, die muss Kito-Drohne den genockt. Nein, oh nein, der kommt zu dir, er ist wirklich rund. Er ist aus seinem Headlitch ist er rausgesprungen, um mich zu finishen. Aber das war gerade die Shotgun, die ist ja viel schneller. Ja. Habe ich einen genockt? Ach Mann, jetzt werde ich hier angesniped. Hier sind 100 Leute. I have to dodge. Das ist wirklich unkorrekt, dass du da oben sitzt und snipest. Nein, der aimt mich hier. Hä? Oh, ich werde auch schon wieder. Der ist mit mir out of zone. Der ist mit mir out of zone einfach. Nee. Hä, was macht der da? Hä, was hat er da gemacht? Ist das krank. Oh, ich hab keine Ahnung, wo ich gerade landen soll. Kann ich verstehen, ja. Jetzt kracht's. Ich finde die Idee aber cool, dass die immer wieder so neue Aufsätze jetzt rein. Ach. Du meinst mit Umbau-Kits und tot? Nee, Aufsätze.
Ach so, ja, das ist auch geil, ja. Die dann die Meta ja auch nochmal so ein bisschen ändern, ne? Wie zum Beispiel dieser Jack BFB oder wie er hieß. Ja, ja, auch Jack Slash hier für den Movement Speed und so. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Irgendwo sniped hier auch einer die ganze Zeit. Rätsi. Oh, das ist ja voll scheiße sogar, der Rätsi, ne? Und die aimen hier auch ab. Ich bin instant tot. Ach, das ist scheiße. Was ist das für eine Scheißlobby? Ich glaube, dieser Shadow und sowas, die sitzen die ganze Runde schon auf dem gleichen Dach. Schrecklich. Schreckliche Lobby, glaube ich. Boah, und so eine Helm. Es hat doch jeder gesniped in dieser Lobby, ne? Das ist geil. Get me out hier, wirklich get me out. Und Weihnachtsessen ist mein Lieblingsessen, ja? Weihnachtsessen ist dein Lieblingsessen, ja, okay. Ja, also halt Klöße mit Rotkohl, Ente und... Aber so Apfelrotkohl dann, ne? Also so... Ja, genau. Ja. Genau, ja, ja. Süßer Rotkohl halt, ja. Mit Apfelstückchen drin, ja. Stückchen, okay, das gab's bei uns nicht. So, und das ganze Essen kann man ja eigentlich auch mit, ich mach's mal gerne, ich liebe Klöße eigentlich, ne? Ich finde Klöße auch geil als Kartoffeln. Geisteskrank, absolut krank, viel besser, Klöße. Viel besser als Kartoffeln, ne? Ja, ja, viel. Kartoffeln generell, ja. Also Florian Wirth sagt ja normale Kartoffeln auf die Eins, ich finde normale Kartoffeln scheiße. Langweilig, sehr todeslangweilig. Sorry, ganz viele Produkte, die geil sind, aber die normalen sind halt langweilig. Du kannst wirklich viel aus der Kartoffel machen, aber einfach nur genau. So Salzkartoffeln essen wirklich Bock nicht. Und da habe ich mir was überlegt, warum mache ich eigentlich nicht, ich habe das noch nie gemacht, so Weihnachtsessen oder sowas, die Gerichte habe ich nie selbst gemacht, immer nur meine Mom. Deswegen ist es für mich immer so ein verbotenes Essen gewesen, was ich nie gemacht habe, so nie angefasst habe. Ja. Aber eigentlich so richtig geil wäre es ja mal so Kassler mit dem ganzen Sachen, die ich gerade gesagt habe, statt halt Ente einfach Kassler. Ist doch ein übelstes Banger. Ist das schwer zu machen, dieses ganze Essen? Eigentlich nicht, oder? Nee. Wie macht man Kassler? Wie macht man das? Ist das nicht einfach nur... Oh mein Gott. Das macht man auch nicht an der Pfanne einfach, oder? Klar. Wieso nicht? Echt? Du kannst dir einfach so Kassler auch kaufen und das in der Pfanne anbraten. Das ist auch ein Essen, das... Braten, das in der Pfanne? Ja, ja, das hat auch meine Mom ab und zu gemacht. Das gab's ab und zu bei uns. Das ist jetzt so What the fuck? Diese Shotgun ist geisteskrank, Floyd. Ja? Voll. Seit dem Buff dann aber wirklich erst, ey. Ja, ja. Krank wäre das ja, die von hat mehr, die hat nicht mehr diesen Triggerstop, glaube ich, ne? Ja, genau. Die hatte halt vorher so einen Triggerstop und der war wirklich richtig Arsch. Ist Seymour nicht mehr auf jede Range One-Shot im Kopf? Doch, doch. Hey, ich hab den gerade Headshot-Hitmarker. Muss man dafür einen Aufsatz drauf haben? Ne, eigentlich nicht. Komisch. Das haben sie immer noch nicht gepatcht, ne? Dass bei Akimbo-Waffen, wenn du die SIP benutzt, du kurz so stockst. Ja. Das ist nice. Jede Akimbo-Waffe einfach. Ist da nicht auch einer hinten dran? Nee. Die ist ja todeskrass, die Waffe. Kassler wirklich einfach in der Pfanne? So ein Disbelief. Wie macht man so dieses so Pulled Pork? Das ist ja richtig aufwendig, ne? Ich glaube, das machst du so lange im Ofen oder auf dem Grill und sowas und danach holst du es dir so auseinander, weißt du? Danach rupfst du das so. Was habe ich auch noch nie gemacht. Hat er gewiped ganz lange. Ist ja aufgeplatscht, letzte Mate. Ganz lange kochen oder so, ne? Oder braten oder so. Genau, ja, ja. Ah, stimmt, so, doch, das habe ich mit Annika immer gemacht, als wir so Taco-Wraps, whatever, irgendwie sowas gemacht haben. Irgend sowas Kolumbianisches, war richtig geil. Dann haben wir so Rindfleisch richtig lange angebraten und danach so zerrupft. Ich dachte, das macht man bei Kassler auch kurz ähnlich, angebraten und dann gekocht sogar. Bei Kassler ist ja auch so ganz zart, ne? Und so Kassler-Stücke gibt's eigentlich so schon vorgeschnitten, die bläst du einfach an. Also so kenne ich Kassler. Okay, kann sein, ich habe Kassler halt noch nie gemacht, also ich dachte halt, dass man das so macht irgendwie. Weil es halt so mega zartes Fleisch ist, genauso wie Pulled Pork halt. Okay, ich habe Kassler jetzt aber auch nicht so krass als mega zartes Fleisch in Erinnerung. Echt? Fleisch in Erinnerung. Voll zart in Erinnerung. Vielleicht kriegt ihr immer so Weihnachts... Kriegt immer so Spezielles vielleicht. Boah, wurde ich gekracht!
Nein. Purple Gelato. Was? Was? So unernst gemacht. Ich dachte, das ist eine Bot-Lobby. Der hat mich gefickt einfach. Wie schnell aber auch mit der... the fuck? Pulled Pork ist nicht schwer, dauert nur lange. Ja, ja. Pulled Pork im Ofen am geilsten, aber aus dem Smoker. Oh ja, ich habe auch einen Grill, wo du so... Glaube ich, sehe schon. So, ich habe einen Grill, wo du wie so, so... Mann, weißt du, dass ein Smoker ist, oder? Der arbeitet wahrscheinlich mit viel Rauch. Mit viel Rauch, ja genau. Also wo du die Temperatur relativ niedrig drin hast und das Fleisch gart quasi in heißem Rauch, könnte man fast so sagen. Das Geschmack, das nimmt dann auch den Geschmack von dem Rauch an, was halt geil ist, so, ne? Und ich habe einen Grill, wo so zusätzlich für diese Holzdinger, die du quasi dafür benutzt, für den Rauch, du so, so eine Vorrichtung hast, die du mit reinlegen kannst in den Grill. Das heißt, ich kann in dem auch smoken, aber ich hab's noch nie benutzt. Ah. Die Shotgun ist krank. Alter, ist der runtergefallen. Where's the love? Mein, der liegt da einfach auf dem Boden, oder was? Ja, macht er. Macht er. Der liegt einfach die ganze Zeit auf dem Boden. Ich habe diesen Anzeigebug, dass ich keine Muni-Anzeige und sowas habe. Ich glaube, da muss ich einmal in die Zip, oder? Keine Ahnung, wie ich das wegbekomme. Warum liegt der jetzt einfach auf dem Boden? Kassler ist geräuchert. Was heißt das jetzt? Das klingt nämlich nicht wie normal braten. Nee, geräuchert ist auch nicht normal braten. Wie macht man das dann? Geräuchert ist eher, also, aber du kriegst den schon meistens geräuchert. Weißt du? Und deshalb, dann brätst du ihn einfach nur an. Also, wie gesagt, das ist das, was ich kenne. Oder macht man das dann vielleicht im heißen Wasser? Nee. Kassler wird gekocht. Das heißt doch, gebraten ist doch in der Pfanne, oder? Mann! Ja, genau. Ey, wann fuckten die von überall ab? Ich check nicht, von wo ich angeschossen werde. Ich habe kein Heads-Up-Display. Ja, die aimen auch den Loadout ab einfach, hier bei mir. Italiener von Top Prison mit K98i. Kassler wird gegart? Wird Kassler? Doch, kann sein, dass er in der Rohform, wenn das ein großes Stück ist, dass er dann gekocht wird, ja. Aber geräuchert ist auch wieder was ganz anderes. Im Schlauch und Ofen, dann oder? Ja. Ah ja, siehst du, habe ich nämlich doch recht gehabt. Ich wusste, dass Kassler nicht einfach so. Ja, aber wenn so du dir jetzt Kassler kaufst, du holst ja dann nicht das rohe Stück Kassler, oder? Ich würde mir dann so einen Klumpen kaufen, glaube ich, oder? Zum Klumpen. Okay. Ein Kassler-Klumpen, damit ich halt so zwei, drei Tage davon essen kann. Okay, also ich bin absolut kein Experte auf dem Kassler-Gebiet, fällt mir gerade auf. Aber immer wenn es bei uns Kassler ich gab. Ich halt auch nicht, deswegen habe ich das bisher nie gegessen, aber ich glaube nicht, dass das ist gar keine K gewesen, es war eine SCG, glaube ich, ne? Ja. Geil. Ich habe ihn einfach genoscoped, habe Waffe gewechselt. Mit SCG. Was soll ich sagen? Wenn es bei uns Kassler gab, so ganz normal unter der Woche, dann war das einfach so ein Stück, was du abgeschnitten hast und angebraten hast. Und das war dann schon vorgegart, ziemlich sicher halt, ne? So, können die auch von unseren Lord die ganze Zeit abzuaimen? Also es bockt ja wirklich gar nicht. Das Ding kommt in den Ofen, ja. Es ist wirklich eine richtige Up-Aim-Lobby, ne? Ja. Mein Gott, nee, wirklich. Also das kann halt auch keinen Spaß machen. Richtig, Purple Gelato weggeschossen. Nee, auch da mal wieder ein Mittelfinger an die Leute, die auf Dächern sitzen und nur mit Sniper-Lodis abaimen. Oh, Mittelfinger wieder raus. Ah, mal ein Mittelfinger an die Zähne hier. Ihr Ekelsäue. Guck mal, da sitzt der. Die Drecksau. Guck mal, dafür ist aber die Sniper halt auch geil, ne? Um einfach mal in so einen. Der sitzt nicht im Tower. Naja, aber trotzdem. Hättest du ins Feuer, ins Fenster geschossen, das ich gekillt habe, hättest du vielleicht sogar Kill gemacht. Ich muss kurz Muni holen. Ich brauch Muni. Kann auch Ofen sein, ja okay, Ofen, das wäre natürlich super easy, ne? Einfach in den Ofen legen, das kriege ich auf jeden Fall hin. Weil so ganzer Kassler, ich glaube, das ist viel für mich, oder? Ja, safe eben. Ein halber, also, ist ein halber Kassler. Vielleicht auch falscher Ehrgeiz, dieses, ich will den frisch holen und so komplett selbst machen. Ja, gut. Oh, ist das geil. Oh, nein! Drei Leute. Und dafür gibt's die Stunts, ihr dummen Wichser. Und dafür gibt's nämlich Stunts. Wie lange dauert der Prezi? What the fuck? Gott sei Dank.
Ich schwöre, Stunts sind so geil, wenn die alle stacken, ne? Okay, ja. Das ist best. Hier ist so eine Stun-Mine. Der Teammate ist im Tower gegenüber. Oh, ich schwöre, dafür liebe ich Stunts wie diese dreckigen vier Leute stacken an Arsch und Arsch, weißt du? Mhm. Dafür ist es wirklich perfekt. Weil die Stunts sind echt die schlecht, Digga. Und die vier Leute können sich einfach gar nicht bewegen. Kasta ist gepöckelt und leicht geräuchert und später kann man das dann. Okay. Ja, okay, man kann mit Kasta anscheinend alles machen. Ja. Also, wie Kasta hergestellt wird, ist halt dann irgendwie so, dass der geräuchert wird oder im Backofen oder wie auch immer. Und dann kannst du halt eine Scheibe abschneiden, damit machen, was du willst. So. Also, so. So kann man es vielleicht ganz gut beschreiben. Enemies dropping into the AO. Kriegst du die beide da oben? Ah, ne, das ist der. Ah, ne, doch, das bist du. Ah, ja, warte mal. Einer finished, der andere ist zum Shop gegangen einfach. Er ist ganz weg. Kann ich nicht hier. Was ist Kassel eigentlich? Das Schwein, oder? Boah, ich glaube ja. Schießt Sniper-Money. Ist der Außenseiter oder was? Ja, Außenseiter. Terminator. Ah, oh, ich werd gepusht, oder was? Boah, das wäre, ich sag, bei meinem nächsten Kaufland-Einkauf werde ich das dann machen. Gib mir schön Kassler. Digga, ich bin so schlecht mit dieser Shotgun. Fühlt sich schlecht? Nur fürs Video. Ein bisschen. So halbautomatische Shotguns immer eklig. Oh, lass mich den Kill machen. Schade. One shot. Wo sind alle Teams hin? Wir haben irgendwie. Also, die Lobby ist voll tot, oder? Die ist echt tot, ja. Ein Duo. Ich sag Underground. Wir haben auch alle Geist einfach. Ja. Und Underground? Ja, ja. Nee, ich werde anvisiert von rechts. Hier. Boah, geh ich da jetzt rein mit der Shotgun, ne? Ja. Bitte drum. Nein, der Teammate holt den einen, glaube ich, gerade. Der ist aber irgendwie alleine. Nein, er ist oben. Teammate hat ihn. Ich glaube, der Teammate von dem Gegner ist wo ganz anders. Der Teammate zweitet ja über rein. Naja, der Teammate zweitet wirklich rein, ne? Hat er mehr Kills als wir? Ja. Er hat mehr Kills als wir. Er hat den letzten Kill einfach gemacht. Letzten Kill gemacht. Die und Drecksau. Hat er jetzt mehr Kills als wir. Die Drecksau! Die Drecksau. Schade. Alter, die Shotgun ist aber wirklich bodenlos. Warum kriegen wir ihn als Mate? Kein Mensch weiß. Einfach 30er Visitenkarte. Da kommt einfach der Gegner One-Shot aus der Zone. Was eine Scheiße. Was eine Scheiße. Boah, hab ich Bock auf Kassler und dieses Essen, Digga. Boah. Hab ich das noch nie gemacht? Ich war die Shotgun stark gerade. Weihnachtsessen ist mein Lieblingsessen. Aber ich hab's einfach nie selbst gemacht, ne? weil ich halt dachte, das ist immer so ein. Ich hab's auch nie selbst weißt, gemacht. Was, ja. Weißt du, was ich damit meine? Ja, es ist so ein. Weil das, meine das Essen hat zu viel Aura, das darfst du nicht machen. Genau, das ist so richtig Aura, genau. Doch, ist richtig. Das ist so richtig. Auch, ne? Meine Mama hat das halt immer gemacht. Ja, ist so ein, ne? Essen, das darfst du nicht selbst machen. So. Ja, darfst dich erst ran trauen, wenn du selbst eine Family hast und dann ich mach's für jetzt deine aber Familie. Trotzdem. Ich mach's jetzt trotzdem. Ja, mach's trotzdem. So, das Ding wurde gebufft. Ich sag mal so, ich würde jetzt nicht empfehlen, auch zu bauen, weil dann fuckt das Todes ab, wenn das jeder spielt. Aber ich glaube, das hatte, als es rauskam, und da war ich ja unterwegs, generell viele Umbaukits verpasst, dadurch, dass ich jetzt hier. Ich war krank, dann war Gamescom. Dann hier Washington und sowas, die ganzen Inbox-Kits vom letzten Monat komplett verpasst, habe ich auch gar nicht gespielt. Aber ich glaube, als es rauskam, hatte das voll den Trigger-Stop und war voll kacke. Und jetzt durch den Buff ist das Ding echt stark geworden. In diesem Sinne, baut es nach oder lasst es sein. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.